Du wirst mit Stabi-Übungen das Maximale aus deinem Radtraining rausholen. Dann zeige ich dir jetzt 5 Übungen, wie du zu Hause ganz bequem mitmachen kannst. Ich bin Selina vom Team Lucky Bike. Bevor wir aber jetzt loslegen, sage ich euch mal noch kurz, warum wir das Ganze eigentlich machen. Wir wollen erstens einen stabilen Oberkörper haben, denn nur mit einem stabilen Oberkörper können wir uns beispielsweise beim Bergauffahren gut auch im Lenker halten. Wir können die Muskelgruppen anspielen, die wir beispielsweise beim Radfahren jetzt nicht primär dabei haben, die Beinrückseite zum Beispiel. Außerdem natürlich Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und nicht zuletzt auch die Retraktionsbewegung. Durch das Radfahren neigen wir ja auch zum Buckel sozusagen und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen fangen wir jetzt mit Übung Nummer 1 an. Das sind die Ausfallschritte. Ihr geht an das Ende eurer Matte, macht einen weiten Schritt nach vorne und lasst euch von der Körpermitte nach unten sinken. Dabei geht das hintere Knie Richtung Matte, das vordere Knie schiebt sich nicht über die Fußspitze und ihr arbeitet immer schön im Wechsel, geht wieder zurück, andere Fuß vor und so weiter und so fort. Ja, ich benutze ganz gerne immer einen Timer bei meinen Stabi-Übungen. Beispielsweise könntet ihr euch pro Übung 40 Sekunden einstellen und dann entsprechend 3 Durchgänge anvisieren. Genau, Oberkörper bleibt immer schön gerade. Ihr könnt natürlich auch gerne dynamisch die Hand im Wechsel mit nach vorne nehmen. Übung Nummer 2, wie eben angesprochen, für die Beinrückseite. Dazu gehen wir ins Bridging. Ihr begebt euch einmal in die Rückenlage, stellt eure Beine an, geht auf die Fersen, legt den Oberkörper ganz entspannt ab, die Hände stabilisierend rechts und links neben den Oberkörper, bridget hier nach oben, das heißt, das Gesäß wird angespannt, das Becken hebt sich und senkt sich im Wechsel. Nach oben ausatmen, nach unten einatmen. Genau. Auch hier eignet sich dann wieder 40 Sekunden beispielsweise ein Timer mit 3 Durchgängen. Ja, der erste Durchgang ist meinetwegen beidseitig. Der zweite Durchgang kann dann auch schon ein bisschen gesteigert werden. Na, wenn wir hier quasi auf ein Bein gehen und im dritten dann wechselseitig auf der anderen Seite. Genau. Auch nochmal der Hinweis, das Bein einfach in der Luft halten und das Becken arbeitet. Um der Übung nochmal Intensität zu verleiten, gehen wir direkt natürlich auf die Ferse. Einfacher wird die Sache, wenn wir mehr Standfläche haben, sprich der ganze Fuß auf dem Boden abliegt. Habt ihr jetzt noch eine Rolle, wie jetzt hier in unserem schönen Fitnessstudio, dann könnt ihr die auch noch gerne mit dazu nehmen, um die Beininnenseite auch dazu zu trainieren. Das heißt, die Grundübung bleibt die gleiche. Ihr geht nach oben und bringt jetzt hier nochmal Spannung rauf auf die Rolle, wieder absenken. Nach oben, Spannung. Die Knie zusammendrücken und wieder nach unten gehen. Genau. Sehr schön. Und dann zeige ich euch nämlich in der dritten Übung gleich auch, wie wir die Beinaußenseite stärken. Auch ein Muskel, den man ganz gerne mal vergisst, der aber natürlich trotzdem zum Gesamtpaket dazugehört. Okay, Nummer 3 ist auf gar keinen Fall relaxen, sondern das wunderbare Klappmesser für eure Bauchmuskeln, für den gesamten Core. Ich zeige euch jetzt 2 Varianten. Variante 1, eine Flasche oder ein Gewicht, natürlich gefüllt, wird einmal mit gestreckten Armen und Beinen in der Mitte zusammengeführt. Die Übergabe erfolgt. Wir strecken Arme und Beine wieder, kommen hier nach oben mit dem Oberkörper, Übernahme und so weiter und so fort. Ausatmen, bei der Übergabe nicht vergessen. Auch diese Übung ist wieder für 40 Sekunden geeignet. 3 Durchgänge, wunderbar. Und ihr werdet schon merken, dass da gut was arbeitet in eurem Bauch, nämlich die guten Bauchmuskeln. Die zweite Variante oder zweite Schwierigkeitsstufe wäre auch hier wieder in der Startposition ähnlich. Jetzt bleiben aber die Beine gestreckt und wir kommen hier nach oben, übergeben die Flasche oder das Gewicht. Zack. Genau. Und auch wieder mit der Atmung kombinieren. Übung Nummer 4 ist der Schwimmer. Dazu geht ihr einmal in die Bauchlage. Auch hier wieder 2 Varianten.
für jeden eine Schwierigkeitsstufe dabei. Ihr legt in der ersten Variante eure Stirn auf die Matte und hebt im Wechsel diagonal Arm und Bein ab. Kurz halten und wieder ablegen. Beim Einatmen anheben und beim Ausatmen ablegen. Schwieriger wird die Kiste, wenn wir Arme und Beine komplett oben halten und jetzt anfangen zu schwimmen. Deswegen heißt die Übung ja auch Schwimmer oder auch Hacker genannt. Und dabei richtet sich der Blick Richtung Matte. Und wir machen hier schön Action. Auch da eignet sich ein Timer von 40 Sekunden. 3 Durchgänge und ihr werdet merken, die Arme schön lang lassen und arbeiten. Zack, 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 zack. Genau, gerade der untere Rücken hier, der muss maximal mithelfen. Und das ist ganz schön anstrengend. Okay, reicht. Last but not least, Übung Number 5. Und das ist die Side Plank oder auch der Seitstütz zu Deutsch. Ihr begebt euch in die Seitlage. Einfachere Übung wäre, mit dem unteren Bein auf dem Knie stützend und das obere Bein frei in der Luft. Ihr dreht euch mit dem oberen Arm ein, ausdrehen, ausatmen nach oben. Genau. Bleibt hier schön stabil. Bauch ist fest. Zweite Variante wäre dann eben die komplette Plank. Eine Linie mit eurem Körper bilden und hier wieder eindrehen, ausdrehen. Natürlich funktioniert das Ganze auch noch mit etwas Gewicht, beispielsweise einer Wasserflasche. Und noch eine Steigerung wäre dann, hier auch nochmal das Bein hochzunehmen. Und für alle Koordinationsfreaks, gerne auch mit Beinen abheben und senken. Auch wieder je Seite 40 Sekunden, 3 Durchgänge und dann sind wir hiermit auch ganz gut dabei. Jetzt habt ihr eure 5 Basic-Übungen und die heißt es, kontinuierlich durchzuziehen. Also plant euch das Ganze ein. Ihr braucht nicht länger als 10, 15 Minuten für einen ordentlichen Übungsblock. Ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, was ihr noch von mir wissen wollt oder vom gesamten Team. Wir geben gerne unsere Tipps weiter und freuen uns einfach, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns teilt, wenn ihr eine Glocke drückt, wenn ihr einfach ja, mit Freude dabei seid, genauso wie wir es auch tun. Und das ist Radsport. Lebt es gemeinsam mit uns.